So, guten Abend zusammen. Heute Live Race Lobby. Wieder mal Gruppe 2 heute. Habe ich mir gedacht, hatten wir schon ein bisschen länger nicht mehr. Können wir ja mal wieder mit den Abtriebmonstern auf die Strecke gehen. Das hört sich doch gut an, finde ich. Wir haben schon einige dabei, die schon im Stream-Chat vertreten sind. Da sage ich jetzt einmal Hallo an alle, die schon da sind. Hoffe, ihr habt den Montag gut rumbekommen. Seid nicht allzu müde und könnt hier noch ordentlich was leisten. Ja, deswegen würde ich doch mal sagen, nicht lang schnacken, Lobby aufmacken. So, die Wortwitze gehen schon mal wieder gut los. Ja, Dobby ist auch dabei. Dobby bellt schon wieder den Hausflur an. So, wir erstellen die GT2 Lobby. Starten auf dem Red Bull Ring. Und da würde ich doch sagen, los geht's. Lobby geht auf. Ja, Lobby geht auf. Wir hoffen auf rege Teilnahme, auf spannende Rennen. Hier auf dem Red Bull Ring zum Anfang. So, Lobby füllt sich. Wir haben Mailman, Eifelblitz, Dennis, Ötti, Smoking Aces, Bullet, Fabian sind schon mit dabei. Mal sehen, wer sich noch hier zu uns verirrt. Gruppe 2 zieht ja nicht immer viele Zufallsfahrer an. So, Trapsi dabei, Klaus dabei, Opa Piet dabei. Ein paar neue sind doch mit am Start. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, Dennis freut sich, dass er mit drin ist. Sehr schön. Fabi ist wieder fit, kann also wieder Vollgas geben hier. So, da hat der Klaus den Raum auch schon wieder verlassen. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal ein gewisses Fahrerfeld hier, deswegen gibt es schon mal die Renninfos. Starten in 10 Minuten um 19:55 Uhr. Wie immer die Info, wo das Ganze live nachverfolgbar ist. Für die, die es vielleicht nicht wissen. So, Specky Clan, der Riethelm und Driver auch noch mit dazugekommen. Sehr schön. Ach, der Riethelm hat direkt wieder verlassen. Scheinbar ein kleiner Disconnect hier schon zum Anfang. Hoffen wir, dass das eine einmalige Sache ist. So, Mad Dog mit dabei, Dreizack mit dabei. Sehr schön, wir begeben uns schon mal auf die Strecke und schauen schon mal, was wir hier zu sehen bekommen. Wir haben den Ötti, der im Lexus unterwegs ist. Smoking Aces, Honda, NSX. Eifelblitz im GTR, Fabian im NSX. Trapsi, hier ist ein Lexus. Opa Piet, oh, im alten NSX. Da hat jemand ein bisschen Mut mitgebracht. Driver GTR.
Melman GTR Dennis im Lexus. Bullet GTR Mad Dog, auch hier der GTR und der Dreizack auch im GTR. So, das sind die Fahrer, die jetzt hier auf der Strecke schon unterwegs sind. Ötti kann jetzt hier direkt schon mal die erste Zeit setzen. 1:23,6 steht da beim Ötti. Gucken wir mal, ob Smoking Aces, der fliegende Ire hier, noch was reißen kann und dem Ötti vielleicht direkt schon mal in der ersten Runde vom Thron stoßen kann. So, Tobias ist mit im Raum, hat's auch geschafft. Schreiben wir da vielleicht nochmal die Info, Rennstart ist in 7 Minuten. Zack, damit auch die neuen Bescheid wissen. Smoky Aces mit einer 1:23,9. Nicht ganz die Zeit vom Ötti. Alphablitz 1:29 hat da ein bisschen Zeit liegen lassen. Fabian, der Nächste, auf dem Weg in Richtung Start und Ziel. Hier ein ordentlicher Rutscher. Hat da ein bisschen was liegen lassen. Eine 1:24,4 steht da auf der Uhr. Trapsi 1:25,7. Opa Piet 1:25,7. So, Melman ist jetzt auch auf der Strecke unterwegs. Die Runde, die Boxenrunde hat er absolviert. Hier im Standarddesign unterwegs. Aber auch mit dem Standarddesign wird der Melman schnell sein. So, Driver hier im tiefschwarzen GTR unterwegs. Schlicht gehalten das Ganze. Dreizack ist hier etwas bunter unterwegs. Ui, Bullet da hinten. Bisschen die Kontrolle verloren. Einmal kurz einen Abflug gemacht. Wir schauen aber mal ein bisschen auf den Niederländer hier im 2008er NSX. Ob da alles mit rechten Mitteln und rechten Dingen zugeht. Ist auf jeden Fall auch nicht langsam unterwegs. 1:24,6. Der alte Honda hier noch lange nicht betagt, kann hier noch was reißen. Sieht soweit alles relativ gut aus. Brauche ich mir wahrscheinlich nicht unbedingt Sorgen machen. Mad Dog fährt hier auch flott. Jetzt 1:26,4. Nabend, Nürburgringpix. Schön, dass du da bist. So, Tobias ist auch im GTR unterwegs. Der GTR scheint hier wieder Mittel zum Zweck zu sein. Nicht so, wie ich das möchte. So, Melman hat hier auf jeden Fall mit einer 1:21,9 sich schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage beschert. So, 3 Minuten Rennstart. Welches Baujahr die sind? Ich glaube 2016. Also die neueren Modelle sind
meine ich, von 2016. Hier der alte NSX von 2008. Fahrer sind auf der Strecke. Das heißt, es sollte eigentlich noch ein Lobbyplatz frei sein. Nein, Specky Clan ist nur noch nicht mit dabei. Ja, wir sehen es hier. 2016 ist das Baujahr von den neueren GT2-Fahrzeugen oder Super GT, GT500, Wiese. Im offiziellen Nicht-Gran Turismo Sport heißen. Man konnte sich dann nochmal verbessern. Er Rieter jetzt auch mit 1.22.0 auf die zweite Position vorgefahren. Ötti 1.22.6 auf der 3. Oh, das läuft doch ganz gut, Ötti. Jetzt hier nochmal verbessert. 1.21.8. Dafür, dass er... Ui, da ist aber der Dreher. Rutscht hier mit dem Hintern in der Niki Lauda Kurve weg. Ja, Stand jetzt Melman auf der 1, Ötti auf der 2, Riethelm auf der 3. Dreizack momentan viertschnellste Zeit. Eine Minute noch bis zum Rennstart. Dark Knight gerade noch dem Raum beigetreten. Muss sich jetzt noch auf die Strecke begeben. Melman da nochmal in die Box. Melman will von hinten starten und möchte, dass der Riethelm auch mitkommt. Wollen die beiden zusammen das Feld durchflügen? Ja, wir sind im Rennstartfenster. Das heißt, wir gehen auch in den Rennstart. Alle sind beigetreten. Der Riethelm wird von der Pole starten, so wie es aussieht. Melman lässt sich da nach hinten setzen. Möchte sich da nach vorne kämpfen. Das heißt, wir haben Riethelm auf der 1, Ötti auf 2, Eifelblitz auf der 3. Dreizack 4, Bullet auf der 5. Wir schauen mal auf den Start. Oh, da hinten war schon der ein oder andere Fehlstart. Und Riethelm scheint hier einen Bug zu haben. Zwei Fahrer mit einem Bug. Das reicht leider nicht für einen Restart. Ui, da hinten hat's schon gescheppert. Smoking Aces verliert da den Lexus, den NSX und nimmt noch ein paar mit. Ja, chaotischer Start hier direkt schon im ersten Rennen. Aber Eifelblitz auf der 1, Dreizack 2, Trapsi auf der 4, auf der 3, Dark Knight 4, Bullet 5, Fabian auf der 6. Irgendjemand ist da gerade noch abgeflogen. Driver 7, Mad Dog auf der 8, Ötti 9, Dennis auf der 10, Tobias auf der 11, Melman 12, Smoking Aces 13 und Riethelm steht hier immer noch mit seinem Bug.
Sehr ärgerlich. Ah, jetzt ist er raus. Gott sei Dank, gerade eben noch geschafft. Alphabets, erste Runde vorbei. Dreizack, dahinter Trapsi und Dark Knight. Dark Knight da spät auf der Bremse gewesen. Musste da auf jeden Fall ausweichen, um die Kollision zu vermeiden. Dann haben wir Bullet auf der 5, der da jetzt natürlich aufschließen kann. Hier im Windschatten. Die Windschattenspiele in Gruppe 2 sind natürlich auch immens. Oh, Trapsi da. Wahrscheinlich mit einem Rutscher am Ausgang der Kurve. Wird da wahrscheinlich das Heck verloren haben. Da geht's direkt rum. Da ist zu viel Schmalz auf der Hinterachse gewesen und da geht's direkt nochmal in die Bande, während Eifelwitz vorne und Dreizack sich dann langsam absetzen können. Bullet auf der 4 versucht jetzt Dark Knight hier unter Druck zu setzen. Hat da den dunkelgrünen GTR direkt vor sich. Im Rückspiegel sehen wir Fabian noch, der da mit von der Partie sein möchte. Dark Knight kann sich da wieder etwas lösen. Jetzt muss Bullet natürlich aufpassen. Hinten kommt Fabian. Der jetzt da sich daneben setzen kann. Kann sich da jetzt gut positionieren, um dann für die nächste Kurve. Ist sogar schon vorbei. Fabian ist vorbei auf die vierte Position. Jetzt beim Anbremsen. Das läuft ganz gut für den Fabian. Jetzt vor auf die 4, hat jetzt Dark Knight vor sich. Bullet da erstmal keine direkte Antwort. Dahinter 6, 7 und 8. Driver, Dennis und Melman. Melman hat sich da bis auf die 8 schon vorgekämpft. Driver geht da leicht weit, aber keine Chance für Dennis da durchzuschlüpfen. Dennis bleibt erstmal auf der 7. Position, fährt hier weiterhin erstmal hinter dem Driver her. Aber auch 3, 4 und 5, da wird es langsam eng. Bullet dann einen kleinen Fahrfehler gehabt. Verliert da ein bisschen den Anschluss auf den Fabian. Während Dennis sich weiterhin versucht, am Driver vorbeisetzen zu können. Jetzt im Windschatten kommt da die Attacke. Versucht sie jetzt, aber da reicht nicht. Ein paar Schlenker da machen müssen. Leichte Berührung auch da zwischen Driver und Dennis. Und Melman könnte jetzt der lachende Dritte sein. Melman schiebt sich da in der Mitte zwischen den beiden Fahrern durch. Melman vor auf die 6. Das sieht gut aus. Melman kann die 6. Position da behaupten. Oh, da der Unfall. Driver. Schauen wir da mal drauf, was ist da passiert? Verliert da leicht das Heck, bekommt da vom Dennis auch ganz leicht einen mit. Das ist der ganz kleine Impuls, der ihn zum Drehen bringt. Dennis wartet da, lässt ihn wieder vorbei. Faire Geste. Sehr schön. Eifelwitz vorne setzt sich ab. 4 Sekunden auf Dreizack, dahinter 4,3 Sekunden auf Dark Knight. Der Fabian dahinter, fast eine Sekunde, kann sich da noch nicht hundertprozentig lösen. Bullet macht da auch Druck. Bullet macht Druck auf den Fabian, findet da allerdings noch keine Lücke. Vorbei. Kann sich jetzt im Windschatten da wieder ranarbeiten, wird da jetzt noch keinen Angriff starten können, aber kann sich da vielleicht positionieren in der Niki Lauda-Kurve. Fabian geht da ein bisschen weit. Bullet kann sich jetzt fast schon daneben setzen, ist jetzt daneben. Jetzt geht's bergauf auf die nächste Anbremsphase. Bullet auf der Innenbahn, das sollte eigentlich funktionieren. Ist da nicht so spät auf der Bremse wie der Fabian. Fabian da gut die 4. Position verteidigt. Und jetzt müssen die beiden sich warm anziehen. Melman kommt von hinten angeflogen.
sieht die beiden da schon vor sich. Wartet jetzt natürlich auch hier wieder auf seine Chance. Geht hier nicht mit der Brechstange vor. Das kann in dieser Klasse fatal werden. Aber auch auf den hinteren Plätzen 8, 9 und 10, da geht es auch noch heiß her. Aber Melman macht jetzt hier Druck. Bullet versucht dann nach vorne zu fliehen, aber da hat der Fabian noch vor sich. Boah. Und Fabian und Bullet gehen da beide in die Box. Somit freie Fahrt für den Melman. Eifelblitz bleibt noch draußen. Dreizack bleibt draußen. Melman bleibt draußen. Tobias auch noch eine Runde draußen. Auch Ötti bleibt noch draußen. Der Rest begibt sich erstmal in die Box. Ötti kommt noch vor Dark Knight raus, der auf der sechsten Position jetzt ist. Bullet auf 7. Über den Boxenstopp hier vorbeigegangen am Fabian. Fabian kommt auf der 8 raus. Trapsi bleibt noch eine Runde draußen, ist jetzt auf der 9, aber Smoking Aces kommt vorher raus. Smoking Aces auf der 9. Mad Dog kommt auf 10 raus, wird aber von Trapsi da direkt aufgeschnupft. Mad Dog jetzt auf der 11 unterwegs. Driver auf der 12 und Dennis auf der 13. Vorne Eifelblitz hat da leicht ganz minimal Vorsprung eingebüßt. Aber hier wird es jetzt auch in die Boxengasse gehen. So, Eifelblitz biegt da spät in die Box ein. Dreizack tut es ihr gleich. Melman darf jetzt auch in die Boxengasse gehen. Aber Tobias jetzt unter Druck hier vom Ötti. Der versucht jetzt in seinem Lexus da am Tobias noch vorbeizugehen. Boah, leichte Berührung da. Da geht's aber auch für beide jetzt in die Box. Dark Knight da, der Erste, der schon in der Boxengasse war. Oh, Melman bleibt sogar noch eine Runde draußen. Melman hat hier Sprit für noch eine weitere Runde. Sichert sich somit erstmal die erste Position. Dreizack über den Boxenstopp vorbeigegangen an Eifelblitz. Dreizack hier mit seinen Reifen extrem gut hausgehalten. Jetzt auf 2, virtuell auf der 1. Boxenstopp von Melman ja noch nicht absolviert. Eifelblitz auf der 3, Dark Knight auf 4, Bullet 5, Fabian auf der 6, Ötti auf der 7, Tobias 8, Smoking Aces 9, Mad Dog auf der 10, Driver 11, Trapsi auf der 12 und Dennis auf der 13. So, jetzt wird's für den Melman in die Box gehen. Aber zwischen Dreizack und Eifelblitz, da wird's jetzt nochmal spannend werden. Dreizack versucht sich hier natürlich so lange wie möglich zu wehren. Hat allerdings keinen Reifenwechsel durchgeführt. Das heißt, ein bisschen mehr Grip auf der Seite von Eifelblitz. Ja, gut durch die Niki Lauda-Kurve durchkommt. Aber Dreizack ihr da ein bisschen im Weg steht. Aber hier jetzt der Versuch auf der Innenbahn. Eifelblitz bremst sich da vorbei. Eifelblitz vorbei am Dreizack auf die 1. Kann der Dreizack da den Konter setzen? Jetzt gerade Eifelblitz gut unterwegs, kann sich da fast schon wieder vom Dreizack lösen. Fast eine halbe Sekunde. Beide mit einer unterschiedlichen Linie hier durchs Kurvengeschlängel durch. Vier Minuten sind noch auf der Uhr. Und Dreizack jagt hier weiterhin die Eifelblitz. So, Dark Knight ist jetzt hinter Bullet. Dark Knight versucht jetzt, sich die vierte Position von Bullet zurückzuholen.
macht da ordentlich Druck. Bullet kommt da gut durch. Lässt hier auf Start und Ziel keine Möglichkeit da im Windschatten zu überholen. Jetzt allerdings ein bisschen weit rausgekommen. Kommt da jetzt vielleicht die Track-Limit-Strafe? Ah, das scheint noch gereicht zu haben. Bullet ohne Strafe davon gekommen. Aber Dark Knight ist da dran. Dark Knight lässt Bullet da nicht ziehen. Fabian auf der sechsten Position. Wird da allerdings vom Ötti auch gejagt. Tobias auf 8, Smoking Aces 9, Mad Dog auf der 10, Driver 11, Trapsi 12 und Dennis auf der 13. Hier ist auf jeden Fall noch das Feuer drin, der Kampf zwischen Bullet und Dark Knight. Dark Knight versucht da weiterhin den Druck oben zu halten, um den Bullet da vielleicht in einen Fehler zu zwingen. Jetzt kommt er wieder ran, jetzt zeigt er sich im Rückspiegel. Findet da den Weg vorbei, allerdings noch nicht. Jetzt ist er vielleicht näher dran, vielleicht jetzt mit dem Windschatten die Möglichkeit, am Bullet da vorbeizugehen. Aber auch das reicht noch nicht. Boah, da wird wild durch die Niki Lauda-Kurve gerumpelt. Aber reicht noch nicht für den Dark Knight, um da den Angriff zu setzen. Fabian konnte sich da etwas vom Ötti wieder lösen. Während Mad Dog hier auf Driver aufschließt. Davor Ötti mit einem leichten Dreher, so wie ich es kurz gesehen habe. Schauen wir nochmal drauf. Hier auf dem Weg, bergauf. Und hier beim Rausbeschleunigen, da geht das Heck weg. Da hat Ötti den Lexus in die Wand geschmiert. Eifelblitz vorne, erstmal ungefährdet unterwegs. Dreizack auf der 2, Melman auf 3, fährt da die Lücke, mittlerweile ganz, ganz eng zu. Und Bullet konnte sich da auch von Dark Knight lösen, hat die vierte Position erstmal im Griff. Fabian auf 6, Tobias auf der 7. Position, Smoking Aces auf der 8, Ötti 9, Driver auf der 10, Mad Dog 11, Trapsi 12 und Dennis auf der 13. So. Die letzte Runde ist angebrochen, so wie es aussieht. Eifelblitz fährt hier ihrem Sieg entgegen. Erstes Rennen, erster Sieg für Eifelblitz, so wie es aussieht. Jetzt noch zweimal rum. Einmal noch durch die Red Bull Mobile Kurve durch. Ab auf Start und Ziel für Eifelblitz. Auf der 1, Eifelblitz auf 1, Dreizack auf der 2, Memmen sich bis auf die 3 vorgearbeitet. Dennis kommt da jetzt auf 13 über die Linie, Bullet auf der 4. Oh, Dark Knight 5, Fabian 6, das war auch noch sehr, sehr eng. Tobias auf der 7. Position, kommt da jetzt über die Linie, 7. Platz Tobias. Smoking Aces auf der 8, Ötti 9, Driver sichert sich hier im komplett schwarzen GTR die 10. Position. Mad Dog auf der 11 und Trapsi holt sich Platz Nummer 12.
Eiffelblitz gewinnt vor Dreizack und Melman. Das war doch schon mal ein spannendes Rennen. Etwas diffuse Startphase da gehabt. Aber im Großen und Ganzen gut gelaufen. Sehr schön. Spannendes Rennen gewesen. Das hat doch allen hoffentlich Spaß gemacht. So, Mad Dog hat den Raum schon wieder verlassen. Schade, aber schön, dass du dabei warst. Und somit wechseln wir doch direkt mal die Strecke. Und da ist mir doch schon mal direkt was im Kopf. Wir gehen auf Fuji und zwar ganz, ganz früh, 4.45 Uhr. Da, wo der Hahn noch schläft, fahren wir schon Rennen. So, Camillus ist dem Raum beigetreten. Klecks Camillus mit am Start. So, wir sind im der frühe Vogel fängt die Eifelblitz im besten Fall. Ja, Rennstart wieder knapp 10 Minuten zum Einfahren 2025. Habt ihr ein paar Minuten, um euch drauf vorzubereiten? So, jetzt sind wir natürlich gespannt. Wir haben, okay, Melman schreibt, für Motorschaden am Anfang noch gut gelaufen. Das stimmt, du bist ja auch nicht unbedingt von dem gleichen Planeten wie wir. Ötti ist zu blöd zum Starten. Seine Worte, nicht meine. Mario tried to avoid someone and went wide. Yep, but you're kind of a knight if you want to avoid a crash. Fabi am Start hätte besser laufen können. Für Ritem schade für den Bug, ja definitiv. Da kann man leider nichts machen. Sowas passiert. Ja, gut, wir gehen hier auf die Strecke. Dennis ist schon unterwegs. Oh, da ist Zigarettenwerbung. Dennis, wenn du das hörst, die bitte nicht auf dem Auto haben. Das ist nämlich in Deutschland verboten. Und ich möchte keinen Ärger kriegen. So, Biker ist neu mit dabei. Auch hier im GTR am Start. Tobias, auch hier GTR. Oh, Smoking Aces hat den Raum wieder verlassen. Schade. Der Ritem, hoffentlich jetzt ohne Bug hier am Start, auch im GTR. Ötti bleibt in seinem Lexus. Dark Knight GTR. Dreizack GTR. Melman GTR. Eifelblitz GTR. Klecks Camillus im Lexus. Ja, jetzt ist natürlich gerade wieder ein Platz frei geworden. Smoking Aces hat die Lobby verlassen. Schade. Come back, Mario. We want to race with you. Ja, Trapsi. Ja, Fabi, da hast du richtig. Das nächste Virtual GT3 Masters Rennen ist hier auf Fuji, allerdings auf der kurzen Variante. So. Dennis hat erstmal die schnellste Runde. Was kann Trapsi jetzt hier noch
Trapsi fährt hier eine 1.40.1. Hat da unterwegs wohl einen kleinen Fehler gemacht. So, Biker mit einer 1.25. Das kann schon wieder nicht stimmen. Mit einer 1.33.5 auf der schnellsten Runde hier unterwegs gewesen. So, beim Tobias, da steht eine 1.49. Dennis steht auf der Strecke. Das ist natürlich auch nicht so schön. Achso, wenn du noch einen zweiten GTR hast, kannst du quasi auf den wechseln. Dann ändert sich natürlich auch die Lackierung. Ansonsten schwierig. Ansonsten das Auto wechseln. Aber ich glaube, wir haben ja noch einen Lobbyplatz frei. Oder sogar zwei. Genau, zwei Lobbyplätze sind frei, deswegen sollte das eigentlich funktionieren, wenn du kurz rausgehst und das Auto wechselst oder die Lackierung änderst. So, jetzt aber Ritem hier mit der schnellsten Runde im vorherigen Umlauf. Eine 1.30.5. Oh, hier wild versucht, den GTR auf der Strecke zu halten. Kann er sich jetzt hier nochmal verbessern? Das könnte eng werden an... Ja, doch. Verbessert sich dann nochmal mit einer 1.30.075. Ötti, das ist eine 1.32.6. Beim Biker steht die 1.32.9. Trapsi auch hier eine 1.32.9. Das ist... ein Tausendstel zwischen Trapsi und Biker. Das ist sehr, sehr wenig. So schnell kann sogar niemand blinzeln. Ja, wir haben noch 5 Minuten bis zum Rennstart. Da habe ich ein A vergessen. Na gut, das passiert schon mal. So, Dennis jetzt im Lexus unterwegs. Tobias GTR. Eifelblitz auch hier der GTR. Klex Camillus im Lexus. Dreizack im GTR. Melman GTR. Fabian NSX. Und Onnit neu mit dabei im Lexus. Während Retail hier weiterhin Runde für Runde 1.30er Zeiten in den japanischen Asphalt knallt. Ja, Melman bei Fuji Kurz wird immerhin nicht gleich die ganze Strecke kaputt gemacht. Das stimmt. Das ist trotzdem immer noch eine gewisse Streckenführung, die vertretbar ist. Ja, wir haben noch 2-3 Minütchen Zeit. Ich bin sofort wieder da.
sind wir wieder 2 Minuten bis zum Rennstart. Haben wir noch, während Fabian sich auf die dritte Position vorgeschoben hat erstmal. So, schauen wir mal, wen wir noch nicht im Bild hatten. Wir haben Onnit, der mir bis jetzt in der Live Race Lobby unbekannt ist. Peacemaker, the name of the game is Gran Turismo Sport. Sport. So. This is what the game is called. So, Onnit neu in Live Race Lobby. Ah, da steht Assi auf der Seite. Das ist natürlich nicht unbedingt die beste Beschriftung, um sich vielleicht aus dem Blickfeld zu ziehen, wenn man nicht unbedingt angenehm fahren möchte. So, Dumbi im GTR unterwegs. Eine Minute bis zum Rennstart. Hier im Land der aufgehenden Sonne, und genau das passiert hier auch gerade. Die Sonne geht auf und wir sind hier auf der Strecke. Riedhelm jetzt mittlerweile 1:29,9, also da ist auf jeden Fall der Wille da, um hier Spitzenzeiten fahren zu können. Der Wille und vor allem die Fähigkeit dazu. So, alle sind dem Rennen beigetreten. Das heißt natürlich für mich, ich darf die grüne Flagge schwenken. Rennstart hier auf Fuji. Und Riedhelm verbessert sich direkt nochmal. Also da wird einfach nicht satt hier von schnellen Runden. Jetzt hoffen wir natürlich, dass bei ihm der Start funktioniert. So, passt auf die erste Kurve auf. Die ist eng. Das Anbremsen im Windschatten, das ist eine Nummer für sich. Eifelblitz ist auf der 1. Dreizack auf der 2. Und Melman auf der 3. So, da gehen die Ampeln an und wir starten. Guter Start vom Melman da. Uiuiuiui, der zieht ja absolut vorbei da an Eifelblitz Dreizack. Kann sich da direkt extrem absetzen. Jetzt die erste Kurve. Leichte Rangeleien da, aber alle kommen soweit relativ gut durch. Melman hier wieder absolut on fire. Wir haben Bullet, der direkt dahinter unterwegs ist. Auch die zweite Kurve klappt relativ gut. Melman auf der 1, Bullet auf der 2. Dann haben wir Eifelblitz auf der dritten Position, Dreizack 4. Ui, da gab es jetzt das erste Dilemma hier. Schauen wir da nochmal rein, was hier passiert ist. Dark Knight war da mit involviert. Fabian hat da ein bisschen spät die Bremse getreten, trifft da Dark Knight, hat ihn da auch wieder zurück auf die Strecke geschoben. So, Melman auf der 1, Bullet auf der 2, dahinter, Eifelblitz, Bullet verschätzt sich da etwas. Da ist Eifelblitz jetzt auf die 2 durch. Fabi, bitte nicht während des Rennens im Lobby-Chat schreiben. Bullet auf der 3, Dreizack 4, Tobias auf der 5. Riedhelm auf der 6. Position, Ötti auf 7, dahinter Onnit auf der 8, Biker auf der 9. Schauen wir uns dieses Duell mal hier an. Auch
auch für dich, Dummi, wenn du mir zuhörst, bitte nicht im Lobby-Chat schreiben. So, Onnit kann sich da etwas vom Biker lösen. Dark Knight auf der 10, Klecks Camillus 11, Fabian auf 12. Trapsi geht da vorbei am Dennis auf die 13. Position. Dennis 14, Dumbi auf der 15. Oh, Melvin da Strafe bekommen, baut die Strafe ab. Hier vorne geht's auf jeden Fall noch heiß her. Die ersten 5, 6, 7, 8 Plätze sind hier eng beieinander. Retail mittlerweile auf 6 vorgefahren, hat sich hier vom letzten Platz schon auf 6 vorgekämpft. Springen wir da mal ins Cockpit beim Retail. Ab geht's auf die Start- und Zielgeraden. Jetzt natürlich viel Windschatten. Kann sich da beim Tobias hinten reinhängen. Aber der Abstand vergrößert sich. Auch Tobias hat da den Windschatten vom Dreizack. Melmen da den Rest seiner Strafe abgebaut. Eifelblitz auf 2, Bullet 3, Dreizack 4. Zieht sich etwas auseinander da vorne, aber der Rietelm jetzt auf der Jagd nach dem Tobias. Fährt die Kurve eng, kommt da sehr, sehr nah ran. Findet aber noch nicht die Lücke, um da reinzustechen, um da vielleicht vorbeizugehen. Ötti auf der 7, Onnit auf der 8. Dark Knight 9, Fabian 10, Klecks Camillus auf der 11, Biker 12, hier hinten ist es auf jeden Fall auch noch eng, da schauen wir auch nochmal drauf. Biker versucht da jetzt wieder die Position von Klecks Camillus zu übernehmen. Mal kurz, wir haben Trapsi da etwas neben der Strecke gesehen. Aber so wie es aussieht, Trapsi da mit dem Fahrfehler. Jetzt die Attacke von Dennis und auch Biker versucht da im Geist durchzuschlüpfen, zu dritter durch die erste Kurve. Das war eng. Das war sehr, sehr eng und Biker hat sich da die 11. Position sichern können. Klecks Camillus jetzt auf 12. Dennis auf 13. Wir schauen nochmal nach vorne. Melman setzt sich ab. Eifelblitz auf 2. Bullet auf der 3. Ist da vorbei am Dreizack. Und auch Rietelm vorbei am Tobias. Jetzt auf der 5. Position. Da schauen wir jetzt nochmal im Cockpit von Rietelm auf den Dreikampf da. Platz 3, 4 und 5 sind hier eng beieinander, versuchen sich hier miteinander durch Fuji zu schlängeln, um hier vielleicht noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Natürlich jetzt Dreizack und Rietelm mit dem Windschattenvorteil gegenüber Bullet. Aber Dreizack kann sich da etwas lösen, verliert da. Oh, da ist die Attacke von Dreizack, aber das reicht nicht. Kann sich da nicht an Bullet vorbeisetzen. Ötti auf 6, Tobias 7, Dark Knight auf der 8. Onnit 9, Fabian 10. Biker auf der 11. Position, Dennis auf 12, dahinter Klecks Camillus und Trapsi auf 13 und 14. Klecks Camillus probiert jetzt hier
den Dennis noch unter Druck zu setzen, bekommt da Track Limit Strafe. Vorne hat sich das Dreiergespann an Eifelblitz rangesaugt. Jetzt geht's hier zu viert um den Kurs, aber Bullet ist da dran an Eifelblitz. Oh, beide kommen da weit raus. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit beim Rausbeschleunigen. Bullet und Eifelblitz Tür an Tür hier auf Start und Ziel. Dreizack und Rita im Bullet geht in die Box. Der Erste, der die Boxengasse ansteuert. Mailman bleibt draußen. Eifelblitz, Rietelm, Dreizack, Ötti bleiben soweit erstmal draußen. Der Rest bewegt sich in die Boxengasse. Hier vorne ist allerdings noch die Messe lange nicht gelesen. Eifelblitz, Dreizack und Rietelm sind hier weiterhin im Dreikampf unterwegs. Rietelm hier versucht jetzt die Attacke auf den Dreizack zu fahren. Nochmal kurz vom Boxenstopp, vielleicht sich auf die drei vorzuschieben. Gelingt ihm aber noch nicht. Ötti dahinter fährt sich langsam auch ran hier an den Dreikampf. Möchte da noch mitspielen. Dreizack jetzt dran an Eifelblitz. Aber wird vorm Boxenstopp wahrscheinlich keinen Positionstausch mehr geben hier, obwohl Eifelblitz kommt ein bisschen weit raus, aber das reicht noch nicht für Dreizack, um da durchzuschlüpfen. Eieiei, Eifelblitz da wieder etwas weit rausgekommen, die leichte Berührung da. Aber jetzt geht's erstmal gesammelt in die Box. Eifelblitz vor Dreizack, vor Rietelm, vor Ötti. Mailman auch mittlerweile in der Box. Bullet in der Box schon gewesen. Jetzt auf Start und Ziel. Vorne Mailman raus aus der Box. Oh, Rietelm hat sich da vorbeigeschlichen am Dreizack und an Eifelblitz. Rietelm jetzt auf der 2, Dreizack 3, Ötti auf der 4, Bullet 5 und Eifelblitz bis auf 6 zurückgefallen. Dark Knight jetzt auf der 7. Fabian geht da jetzt vorbei an Tobias. Gerade eben noch im Bild gehabt. Hier auf Start und Ziel im Windschatten. Fabian mit der Attacke jetzt auf den Tobias. Schert da aus, bremst sich innen rein, geht vorbei. Schönes Manöver an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Tobias 9, Biker auf der 10, aber unter Druck jetzt hier vom Dennis. Dann haben wir Onnit auf 12, Klecks Camillus 13, Trapsi auf der 14. Ötti versucht da jetzt an Dreizack dran zu bleiben. Guten Abend, Gamer Pico. Und Eifelblitz versucht sich jetzt hier wieder an Bullet. Jetzt ist sie im Windschatten. Kann jetzt im Windschatten noch was gehen, kommt näher ran, jetzt muss der Angriff kommen. So, Eifelblitz schert aus. Das ist viel zu eng, um da nach hinten was zu erkennen. Eifelblitz allerdings auf der Innenbahn beim Anbremsen, das sieht gut aus. Eifelblitz schiebt sich vorbei an Bullet auf die 5. Position. Während Ötti weiterhin versucht, da am Dreizack dran zu bleiben. Eifelblitz kann sich direkt von Bullet lösen, etwas lösen. Dark Knight auf der 7. Position, Fabian auf 8, Tobias 9, Biker auf der 10, Onnit 11, Klecks Camillus 12, Dennis 13, ui, da wilder Schlenker und Trapsi auf der 14. Vorne fährt Mailman. Erstmal wieder allen davon, aber Rietelm hat auch schon im Warm-up gezeigt, dass er die Zeiten gehen kann.
kann sich da also vielleicht sogar noch an den Mailman ranarbeiten. Während Ötti weiterhin zur Jagd bläst. Oh, da war Ötti mit dem deutlich besseren Kurvenausgang, aber kam dann nicht vorbei am 13. Jetzt mehr Schwung mitnehmen. Auf Start und Ziel. Ist jetzt im Windschatten. Vielleicht sehen wir jetzt die Attacke von Ötti auf den Dreizack. 2 Minuten 30 noch auf der Uhr. Dreizack versucht dann den Slipstream abreißen zu lassen, aber Ötti hat genug davon mitbekommen. Ist jetzt allerdings auf der Außenbahn. Beim Anbremsen Ötti ein Stück weit vorne, aber Dreizack mit der Innenbahn hält da die dritte Position. Bleibt erstmal auf 3. Ötti muss da weiterhin arbeiten, um sich den letzten verbleibenden Podiumsplatz vielleicht noch zu holen. Spitzenqualität hier wieder im Fahrerfeld. Unterwegs spannende Zweikämpfe. Schön anzuschauen. Dreizack macht da wieder die Innenbahn zu. Ötti versucht jetzt vielleicht mit der weiteren Linie sich daneben zu setzen. Das reicht nicht. Ötti da etwas zu spät auf der Bremse gewesen. Hat Dreizack da etwas ziehen lassen. Muss natürlich jetzt auch aufpassen. Ein Eifelblitz kommt da von hinten wieder angeflogen. Wie der Blitz macht sie da die Lücke zu. Ist jetzt dran am Ötti. Da Dreizack einen leichten Drift gehabt, Ötti mit einem guten Kurvenausgang. Eifelblitz muss da im Windschatten probieren, sich ranzuarbeiten. Aber auch da blinkt die Tankanzeige schon. Eine Runde wird es hier noch geben. Während Ötti wieder versucht, den Überschuss mitzunehmen. Oh, Dreizack verbremst sich da. Dreizack hat sich da komplett verbremst und guckt da erstmal in die Röhre. Hier sehen wir, Ötti macht da mächtig Druck, das ganze Cockpit hell erleuchtet und jetzt zu spät auf der Bremse, rutscht ein bisschen zu weit raus, Ötti geht durch, Eifelblitz geht durch. Da wird er sich ärgern. Aber Eifelblitz jetzt weiterhin mit viel Druck auf den Ötti, positioniert sich jetzt auf der Innenbahn für die Schikane. Eifelblitz auf der Bremse, gut vorbeigegangen. Eifelblitz schiebt sich da an Ötti vorbei. Mailman jetzt die letzte Kurve. Dann geht's jetzt, Mailman verliert da den GTR. Somit gewinnt Riethelm hier auf dem Teppich, rutscht da weg und schlägt ein. Riethelm gewinnt auf der ersten Position. Mailman mit Motorschaden verliert da noch. Eifelblitz auf der 2, Ötti auf der 3, Dreizack 4, Mailman nur auf der 5. Bullet 6, Fabian 7. Platz. Vor Biker auf der 8, Dark Knight auf 9, Tobias auf der 10, Onnit auf der 11. Position und Lex Camillus direkt dahinter auf 12. Trapsi konnte sich da nochmal auf 13 vorarbeiten. 13. Platz für den Trapsi. Und Dennis hat hier noch 2-3 Kurven zu gehen. Die Reifen schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen hier. Viel Rutschen beim Dennis. So, Dennis geht jetzt über die Ziellinie.
So, somit ist Fuji futsch vom Rennkalender. Herzlichen Glückwunsch an den Riethelm zum Sieg. Ja, Riethelm sich von ganz hinten nach ganz vorne vorgearbeitet. Sehr, sehr starke Leistung hier, hat im Warm-up ja schon bewiesen, dass er für schnelle Rundenzeiten immer gut ist. Ja, wir wechseln die Strecke. Bewegen uns auf Suzuka und geben sowohl dem Riethelm als auch dem Mellman mal ein bisschen was zu tun. So, Onnit hat den Raum verlassen und Neon Skorpion mit dabei. Schön, dass ihr da seid. Dass du da bist, meine ich. So, Suzuka. Und wir drehen die Startaufstellung um. Ja, Rennstart 20:55 Uhr. Wie immer die pauschale Werbung für den Livestream natürlich. Auch wenn ich glaube, alle, die in der Lobby sind, das Prozedere kennen. Schaden kann es nicht. So, Eifelblitz, das wird lustig. Überholen ist hier nicht einfach. Ja, das ist richtig. Aber einfach kann ja jeder. So, Pecaro ist dem Raum beigetreten. Da haben wir nochmal einen weiteren qualitativ sehr hochwertigen Fahrer. Das wird interessant. Paar Minuten haben wir noch. Ich bin sofort zurück.
So, auch hier sind wir wieder zurück. Knappe 5 Minuten haben wir noch bis zum Rennstart. Ja, Dreizack, schön, dass du da warst. Dir viel Erfolg bei deinen Mathe-Hausaufgaben und noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. So, wir schauen mal durch. Trapsi weiterhin im Lexus am Start. Tobias weiterhin GTR, auch hier Biker im GTR. Dennis im Lexus. Neon Skorpion neu mit dabei im GTR. Ötti im Lexus, Pirouetten drehend, freut sich schon auf den Rennstart. Bullet, auch hier GTR, Dark Knight, GTR, Pecaro, auch im GTR unterwegs. Eifelblitz, GTR, Fabian, GTR, One Day, GTR, Klecks Camillus, auch hier ein GTR. Und Melman, auch im GTR. So viel Nissan auf der Strecke unterwegs. Alle mit den neuen Gruppe 2 Autos. Keiner, der sich traut, ein 08er zu nehmen. Aber vielleicht fordere ich ja jemanden heraus. So, Dark Knight 1,50, 667, die schnellste Runde hier im Warm-up. Ui, da ist aber kurz der Fuß falsch auf der Bremse gewesen. So, Ötti und Trapsi halten hier. Ich soll noch mal genau gucken. Jetzt hat Melvin hier wahrscheinlich sind so einige. Ja, dass nicht nur GTRs unterwegs sind, das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber hier haben wir zum Beispiel Trapsi im Lexus, Ötti im Lexus, Dennis im Lexus und ansonsten fast nur GTR. Klecks auch im Lexus. Ja, fast. Moment, jetzt hat der Mailman mich aber gekriegt. Ah, der Xanavi Nismo ist der 08er. Ja, du hast recht. Du hast komplett recht. Mailman hier in dem 08er. Ja, ich habe nicht ganz genau hingeguckt. Man möge es mir verzeihen. Ja, das heißt, wir haben hier nicht nur 16er Fahrzeuge, sondern auch 08er Fahrzeuge unterwegs. Pecaro in einem davon. Bisschen mehr als eine Minute. Noch bis zum Rennstart. Riethelm hat den Raum verlassen. So, die ersten warten. Oh, da ist Riethelm wieder mit dabei. Möchte doch wohl von vorne starten, so wie es aussieht. Ah ne, bekommt er seine Position direkt wieder zurück. Pennyways Gaming, ja, schön, dass du da bist und schön, dass du mir nochmal ein letztes Mal verzeihst für meinen Fehler. Aha, Fabian hat sich jetzt auch den alten Lexus unter den Pommes gesetzt. Ich sage ja, ich fordere es manchmal, beziehungsweise ich glaube, ich habe es jetzt rausgefordert.
Vielleicht bekommen wir ja ein komplett durchgehendes 08er Fahrerfeld hier im nächsten Rennen. Mal sehen. So, Pegaro ist hier auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Yellowhead 08er GTR 1,487. Somit sind wir jetzt auch schon im Zeitfenster für den Rennstart. Den werden wir jetzt auch direkt mal in die Wege leiten. Hui, da ist aber einer ganz schön durchgeflogen. Neonskorpion war es, glaube ich. So, für den Fabi ist es das letzte Rennen. Das letzte Rennen, mein Gott. Dann nochmal Vollgas. So, wir haben One Day auf der 1, Dennis auf der 2, Trapsi auf der 3. Wir haben die umgekehrte Startreihenfolge. Das wird natürlich spannend werden jetzt hier. Viele Überholmanöver, das könnte auch knifflig werden. So, One Day jetzt hier mit dem Start. Uiuiui, viel Wheelspin. Neonskorpion hat hier einen Wahnsinnsstart erwischt. Schiebt sich da direkt sehr, sehr weit nach vorne. Uiuiui, da gab es ein bisschen Gerangel. Da hat sich... Ritem ist schon wieder stehen geblieben. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Hat heute aber auch ein bisschen den Fehlerteufel im Nacken. So, Neonskorpion auf der 1, Dennis auf der 2, Biker 3, Bullet auf der 4. Dark Knight dahinter oben mit Motorschaden auf der 5. Position. Trapsi auf der 6. Lex Camillo 7, Picaro auf der 8. Jetzt auf der 7. Ötti 8, Dark Knight 9. Melman 10, Eifelwitz dahinter auf der 11, Tobias auf der 12, Fabian 13, One Day 14 und Ritem steht leider noch auf Start und Ziel. So, Neonskorpion setzt sich vorne erstmal direkt sehr, sehr stark ab. Die ersten vier haben auf jeden Fall nach hinten etwas Luft. Klex Camillus jetzt unter Druck hier von Picaro. Klex Camillus fährt ein bisschen weit raus. Picaro vorbei. Ötti vorbei. Klex Camillus jetzt auch unter Druck vom Dark Knight. Kann er da noch einen Weg vorbei finden? Sieht nicht so aus. Erstmal hier. Vielleicht beim Anbremsen, na, es reicht auch nicht. Wir schauen noch mal nach vorne, zieht sich das Feld wieder zusammen. Trapsi jetzt unter Druck von Picaro. Picaro im Windschatten. Trapsi versucht da jetzt die Innenbahn zuzumachen. Picaro kommt da vorbei. Neonskorpion da. Neben der Strecke. Was ist da passiert? War vorne ja ziemlich alleine. Hier der Quersteher verliert da den GTR. Und verliert da seine Führungsposition, rutscht auf die 10 zurück. Somit Dennis jetzt auf der 1, Bullet auf der 2. Picaro macht jetzt aber Jagd auf den Bullet. Ötti auf der 4, Dark Knight auf der 5, unter Druck von Melman. Versucht jetzt Dark Knight weiterhin unter Druck zu setzen. Jetzt kommt da die Attacke. Reicht das? Melman beim Rausbeschleunigen, aber Dark Knight hat erstmal wieder ganz leicht die Nase vorn. Melman muss da nicht noch ein bisschen in Geduld üben. Löffelkurve. Melman bleibt auf jeden Fall dran. Kann aber noch nicht attackieren. Vorne Picaro jetzt mit der Attacke auf Bullet. Jetzt geht's. Oh nein, Bullet hat, glaube ich, ein bisschen Speed rausgenommen. Wollte dann nicht zu zweit durch die Kurve gehen. Mhm.
Mailman weiterhin im Heck hier von Dark Knight, versucht hier weiterhin sich die fünfte Position schon mal zu holen. Schwierige Strecke, um zu überholen. Ja, Ritem, das ist tatsächlich ein Witz, dass die Bugs tatsächlich nicht behoben werden können, trotz so langer Zeit, in der das Spiel schon draußen ist. Dass es immer wieder dieselben Bugs sind, ist natürlich extrem ärgerlich. Angriff von Eifelblitz. Eifelblitz vorbei an Mähmann. Das war starkes Manöver hier. Gucken wir da nochmal drauf. Eifelblitz. Oh, schiebt sich da direkt neben Mähmann. Der kann die Tür nicht mehr zuknallen. Eifelblitz somit jetzt auf die 6 vorgefahren. Kann jetzt ihr Glück am Heck von Dark Knight versuchen. So, langsam bekommt Dennis Besuch von Picaro auf der 2. Bullet 3, Ötti 4. Dark Knight auf der 5. Jetzt vorbei. Eifelblitz auf die 6. Neon Skorpion 7. Fabian 8. Spiker 9. Tobias auf der 10. Klex Camillus 11. Trapsi 12. Mailman auf der 13, One Day auf der 14. So ein Neon Skorpion scheint Mailman da weggeschoben zu haben, hat da gewartet. Fulminante, kuriose Szenen hier auf Suzuka. Jetzt so langsam kommt Picaro in Schlagdistanz. Sieht da den Lexus vom Dennis direkt vor sich. Bisschen hier drauf schauen, der Biker zweimal schon erwähnt worden. Biker bekommt jetzt auf jeden Fall den Druck von Bullet, der jetzt in Windschatten. Bullet war schon in der Boxengasse, versucht jetzt mit besseren Reifen und besserem Grip hier den Biker unter Druck zu setzen. Boah, aber das reicht noch nicht. Biker macht da auf jeden Fall erstmal innen zu. Hinterm Bullet ist auch der Tobias, der da weiterhin den Druck aufrechterhält. Bullet, leichter Quersteher, da muss natürlich auch aufpassen, dass da nicht von hinten der Tobias noch den Weg da vorbeifindet. So, vorne geht die Führungsgruppe auch in die Boxengasse. Jetzt die Attacke von Bullet, aber das reicht nicht. So, Biker geht in die Box. Picaro kommt auf der 1 aus der Box. Hatte da aber auch Strafe noch auf der Uhr. Ötti auf der 2. Dennis auf 3. Dark Knight 4. Eifelblitz geht da aber vorbei. Jetzt auf die 4. Position. Eifelblitz vorbei an Dark Knight. Dark Knight jetzt 5. Bullet auf der 6. Mailman 7. Oh, hier einen heftigen Drift. Tobias auf der 9 jetzt. Was ist da passiert? Kommt hier aus der Box. Und hier zu weit raus verliert er das Heck. Dreht Pirouetten und landet neben der Strecke. Vorne
versucht Ötti an Pecaro dran zu bleiben. Dennis will sich natürlich da auch nicht abschütteln lassen. Eifelwitz auf der 4, Dark Knight 5, Bullet 6, Melman auf der 7, Biker auf der 8, Trapsi 9, Klecks Camillus auf 10, Neon Skorpion auf der 11. Position, One Day 12, Tobias 13, direkt dahinter Fabian auf der 14. Wir schauen. Ja, wo schauen wir denn hin? Dark Knight setzt hier Eifelwitz weiter unter Druck. Oh, das wird eng. Jetzt da die Attacke zu starten, ist auf jeden Fall sehr, sehr gewagt. Aber es funktioniert. Aber auch nur, weil Eifelwitz da ein bisschen mitgespielt hat. Eifelwitz da etwas die Geschwindigkeit rausgenommen. Dark Knight konnte da vorbeigehen. Aber da wird der Kontra nicht lange auf sich warten lassen. Eifelwitz. Jetzt mit der Attacke. Aber das reicht noch nicht. Dark Knight hat da die Innenbahn wieder zugemacht. Aber jetzt geht Eifelwitz da vorbei. Auch noch nicht. Das reicht noch nicht. Oh, da gab es die Berührung. Eieieiei. Eifelwitz und Dark Knight da sich gegenseitig berührt. Eifelwitz bisschen mehr Glück gehabt als Dark Knight. Dark Knight auf die 6 zurückgefallen. Vorne zieht sich das Feld etwas auseinander. Bullet auf der 4, Eifelwitz 5. Dark Knight auf der 6. Biker dahinter auf der 7. Kanada Dark Knight unter Druck setzen. Vorne Haarnadel. Eieiei, das ja, lässt Dark Knight da wieder ziehen. War da spät auf der Bremse gewesen. So, Melman auf Position 8, gerade eben in der Box gewesen. Neon Skorpion auf 9, Klecks Camillus 10, Trapsi auf der 11. Na, Trapsi zurückgefallen auf die 12. One Day auf der 11. Tobias jetzt 12. Trapsi 13, da mit Motorschaden. Ah, Fabian auf der 14. Pecaro fährt vorne seine Runden. Ja, gute Nacht, Gamer Pico. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Bis demnächst. So, Eifelwitz ist wieder dran. Am Bullet jetzt. Fast die Berührung. Bullet da. Deutlich langsamer durch die Kurve gekommen als Eifelwitz. Eifelwitz da gut reagiert. Die Kollision vermieden. Aber auch somit wieder etwas Rückstand auf dem Bullet. Bullet löst sich da wieder etwas von Eifelwitz. Dementsprechend schauen wir dahinter. Dark Knight auf der 6, Biker auf der 7. Auch hier Biker, der sich da etwas die Zähne ausbeißt am Dark Knight. One Day und Tobias auch relativ nah beieinander, aber da wird es auch nicht direkt zu einem Zweikampf kommen. Biker bleibt da dran am Dark Knight. Aber das wird auch noch sehr, sehr eng, hier noch eine Attacke setzen zu können. Pecaro vorne fährt hier seine Runden, kann sich da aber auch nicht komplett vom Ötti lösen. Der hat da den GTR von Pecaro eigentlich immer vor Augen, wartet da vielleicht auf einen kleinen Fehler von Pecaro. Selten, aber auch bei Pecaro gibt es schon mal Fehler. Und jetzt wieder im Windschatten saugt sich Ötti ran unter einer halben Sekunde. Jetzt ist Ötti wieder dran. Jetzt kann er natürlich probieren, in der letzten Runde nochmal die Attacke auf den Pecaro zu wagen.
Aber Picaro kommt hier gut durch die Esses durch. Picaro wieder etwas Luft rausgeholt. Ötti da etwas den Zug verloren. Der gelbe Flitzer vor sich. Nicht ganz einfach zu fangen. René, wie du mit bei uns mitfahren kannst, das ist gar kein Problem. Wir sind eine offene Lobby für jedermann. Nur fair sollten die Fahrer sein. Dementsprechend bei GT Sport die Lobby suchen, Glück haben beizutreten. Und dann gib ihm. Und jetzt ist die Attacke da. Ötti setzt sich neben Picaro kurz vor der Löffelkurve mit einem guten Kurvenausgang. Kann sich da vorbeischieben. Ötti jetzt auf der ersten Position. Picaro hat da etwas das Nachsehen. Hat jetzt natürlich vielleicht den Vorteil dadurch den Windschatten, um sich da am Ötti festzusaugen. Aber Ötti macht das gut. Ötti darf jetzt die Nerven nicht verlieren. Die letzte Schikane steht bevor. Ötti, boah, Ötti versucht jetzt da trotzdem noch den Picaro hinter sich zu halten. Ötti, das sieht gut aus. Ötti scheint jetzt durch die Schikane gut durchzukommen. Ötti einmal raus beschleunigt und ab auf Start und Ziel. Da ist der Sieg für den Ötti. Picaro auf der 2. Au, doch noch nicht. Jetzt erst die letzte Runde. Das hat ja bis auf die Sekunde nochmal hier ein spannendes Rennen. Dennis ist auf der 3 im Ziel. Bullet auf der 4. Eifelblitz auf der 5. Ich war gar nicht wegschalten von da vorne. Ötti hält Picaro noch hinter sich. Beide jetzt natürlich Spritmangel. Neon Skorpion auf der 6. Dark Knight 7. Biker auf der 8. Melman 9. Tobias scheint die 10. Position mitzunehmen. One Day 11. Fabian fährt da nochmal vorbei am Klex Camillus auf der 12. Und Klex Camillus auf die 13. Jetzt schauen wir nochmal nach vorne. Wir springen ins Cockpit von Picaro. Jetzt die heiße Phase. Picaro hängt sich da dran an den Ötti. Ich habe das Rennen schon vorbeigesehen. Die beiden bestimmt auch. Jetzt vielleicht nochmal die Attacke von Picaro. Setzt sich daneben, aber reicht nicht. Ötti hält die erste Position. Wir springen wieder ins Cockpit. Löffelkurve kommt da jetzt nochmal auf der Bremse. Nein, Picaro bleibt hinterm Ötti. Dem Ötti wird jetzt wahrscheinlich die Pumpe gehen. Sieht da Picaro so groß im Rückspiegel. Während Picaro jetzt im Windschatten ist. Jetzt natürlich schwierige Position, um da einen Angriff zu starten. Ötti hat die Innenbahn erstmal noch. Oh, aber Picaro schiebt sich da trotzdem noch vorbei. Hat jetzt für die Schikane die bessere Ausgangslage. Beide nebeneinander, Tür an Tür. Ötti kann sich wieder vorbeischieben. Ötti bleibt auf Position 1. Jetzt ist das Rennen tatsächlich vorbei. Ötti auf 1, Picaro auf der 2. Position. Hui. Wahnsinn! Was für ein Fight jetzt hier nochmal in den letzten 2 Runden. Ötti gewinnt ganz, ganz knapp vor Picaro. Wahnsinn! Das war wieder Spannung bis in die letzte Sekunde. Absolut geil, sich sowas anzuschauen. Da werdet ihr mir da draußen wahrscheinlich beipflichten. So, Dennis hat den Raum verlassen. Schön, dass du da warst. Hoffe, du hattest deinen Spaß. Und der Riethelm ist wieder. Versucht sein Glück nochmal. So. Wir wechseln die Strecke. Und werden damit auch zum letzten Rennen übergehen heute. Eigentlich müssen wir natürlich stilgerecht irgendwo im asiatischen Raum bleiben. Nehmen wir Autopolis.
Und für das Finale machen wir wieder Schnellster zuerst. So, Picaro, ich soll mal deinen Kommentar oben wegen den 2008er Autos lesen. War das, dass du ein BOP von GT5 und 6 hattest, wenn ich mich recht erinnere? Weil hochscrollen kann ich gerade nicht. Meine Tastatur hängt an der PlayStation. Aber ich glaube, das war's, ne? So, aus GT Planet Zeiten früher. Ja, da hast du dir auf jeden Fall nochmal ordentlich was rausgesucht. Ist auf jeden Fall auch nicht uninteressant, um vielleicht mal so Rennen zu machen mit der alten BOP aus den Teilen. Finde ich nicht schlecht. So, wir haben einen Bug. Schauen wir mal, ob das Ändern der Uhrzeit auch den Bug ändert. So, das sieht doch gut aus. Die Pfeile bewegen sich auf einer geraden Linie raus aus der Boxengasse. Sehr schön. So, finales Rennen. 21:25. Zehn Minuten Qualifying. So, wie immer, auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr lesen wollt oder könnt, der Livestream auf meinem Kanal. Falls ihr das noch nicht getan habt, lasst mir gerne einen Daumen da. Im besten Fall abonniert ihr das Ganze, meinen Kanal hier nochmal, um immer up-to-date zu sein und sofort mitzubekommen, wenn es wieder eine Live-Race-Lobby gibt. Dann am besten dafür auch die Glocke aktivieren und schon seid ihr mit am Start. So, Gil Grissom mit neu mit von der Partie. Auch hier im GTR unterwegs. Ötti bleibt seinem Lexus treu. Dark Knight auch hier im GTR weiterhin unterwegs. Tekachu NSX auch neu mit dabei. Biker im GTR. Tobias GTR. Neon Skorpion. Aha, da haben wir wieder die typische Neon-Skorpion-Lackierung im GTR hier auf der Strecke unterwegs. Eifelblitz NSX, Memen GTR, Bullet auch hier der GTR und One Day auch im GTR. So, ein paar neue Fahrer, ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch zu qualifizieren. Ich bin sofort wieder da.
4 Minuten bis zum Rennstart haben wir noch. Und wir gehen mal das Fahrerfeld durch. Momentan schnellste Qualifying-Zeit der Mähmann mit einer 1:37.1. Dahinter Gil Grissom 1:38.6. Tobias 1:40.7. Ötti 1:42.3. Biker 1:47.5. Tekachu 1:49. Dark Knight 1:55. Neon Skorpion. Hä? 1:36. Picaro hat noch keine gezeitete Runde. Yannick jetzt auch mit dabei auf seiner Boxenrunde. Eifelblitz Boxenrunde und One Day steht noch in der Box. Ja, René, gerne, kein Problem für das Annehmen der Freundschaftsanfrage. Hoffe ich, dich natürlich dann beim nächsten Mal auch hier in der Lobby sehen zu dürfen. So, Bullet mit einer 1:38.2, jetzt die zweitschnellste Zeit. Gil Grissom neu bei mir in der Lobby, hatte ich so noch nicht bei mir. Aber flott unterwegs, der Gute. Hier im dekadent goldglänzenden GTR unterwegs. Da wird man ja schon fast geblendet. Da wird der ein oder andere Scheich in Dubai höchstwahrscheinlich neugierig oder eher neidisch. Kann sich da aber nicht verbessern. So, Picaro jetzt auf den NSX gewechselt mit 1:37.2, die zweitschnellste Zeit. Hallo Simries, schön, dass du im Stream bist. So, ich denke, wir werden gleich ein spannendes, finales Rennen hier erleben auf Autopolis. Knapp eine Minute bis zum Rennstart haben wir noch. Mähmann, der sich hier, so wie es aussieht, wahrscheinlich die Pole sichern wird. Oh, Eifelblitz scheint da den Mähmann etwas abgeschossen zu haben. Beide da ungefähr an derselben Stelle im Kies gewesen. So, kann sich noch jemand verbessern jetzt hier in den letzten 30 Sekunden. Gil Grissom ist dann noch auf dem Weg. Kann die Runde wahrscheinlich noch abschließen, aber die wird nicht schneller werden. So. Eifelblitz startet von hinten, lässt sich durchs Feld flügen. So. Rennstart. Oh, da ist noch jemand beigetreten. Das tut mir leid. Dr. Hannibal wird jetzt leider nicht mitfahren können. Rennstart auf Autopolis. Finales Rennen. Weiterhin im schönen Japan unterwegs hier. So, der Bildschirm hat doch noch geladen. Ich hatte schon kurz Angst. Wir haben Mähmann auf der 1. Oh, Ötti hat sich da nochmal verbessern können. Auf die 2, Picaro 3, Bullet 4, Gil Grissom auf 5, Biker auf der 6, Dark Knight 7, Tobias auf der 8.
Wir schauen wieder über den 08er Boliden vom Millman. Hier am Start kommen alle weg. Einer steht und ich fürchte, es ist wieder der Rietel. Erste Kurve. Da gab es schon wieder die kleine Berührung und Melman setzt sich direkt ab. Und hier geht's, die große Gruppe in die Kurve. Alle kommen allerdings gut durch. Eieiei, das war auf jeden Fall sehr, sehr eng, aber alle haben es irgendwie da durchgeschafft. Melman auf der 1, Gil Grissom auf der 2, Picaro auf der 3. Position unterwegs. Dahinter direkt Bullet auf der 4, Ötti zurückgefallen auf die 5. Position. Dahinter wird sich ein bisschen behagt. Neon Skorpion jetzt auf der 6. Eifelwitz dahinter auf der 7. Biker auf der 8. Eifelwitz hat die Innenbahn, kommt vorbei am Biker, versucht sie Berührung da mit Neon Skorpion. Aber Neon Skorpion bleibt auf der Strecke, verliert den Platz allerdings an Eifelwitz. Biker 8, Dark Knight 9, Tekachu auf der 10, One Day 11, Tobias 12, Yannick auf der 13 und der Rite steht. Das gewohnte Bild leider heute in meiner Lobby. Riethelm steht. Das tut mir wirklich leid für dich, Riethelm. So, das ist wirklich, dass es dich immer trifft, sehr, sehr ärgerlich. So, Gil Grissom auf der 2 wird hier verfolgt von Picaro. Alright, have a good one, Mario. See you next time. Thank you for joining us. Oh, da ist Bullet. Hat da den GTR am Kurvenausgang verloren. Da schauen wir nochmal drauf. Bullet hier in der Kurve beschleunigt da raus, kommt da leicht aufs Gras, verliert da den GTR und schlägt heftig ein. So, vorne weiterhin. Gil Grissom und Picaro. Oh, da gab es die leichte Berührung. Und jetzt die Attacke von Picaro. Reicht das? Schiebt sich da auf der Innenbahn vorbei, auf der Bremse. Gut funktioniert der Honda NSX vorbei an Gil Grissom. Jetzt zurück auf die 3. Ötti auf der 4. Eifelwitz 5. Neon Skorpion auf der 6, Biker 7, Dark Knight auf der 8, Tekachu 9, One Day auf der 10, Bullet 11 und Tobias auf der 12. Einige haben das Rennen verlassen. Melman setzt sich vorne ab, aber Picaro hat jetzt natürlich die Möglichkeit da aufzuschließen, die Lücke zuzufahren. So, wo haben wir jetzt noch die Zweikämpfe? Tekachu ist da dran an Eifelblitz. Direkt dahinter Dark Knight und One Day. Wir springen mal beim Tekachu in den Honda. Zeigt sich da im Rückspiegel, findet da allerdings auf der Bremse nicht den Weg am Eifelblitz vorbei. Muss natürlich jetzt auch nach hinten gucken. Wir sehen auf dem Monitor in der Mitte. Dark Knight ist da nah dran. Aber auch vorne, Neon Skorpion hat sich da an den Ötti rangearbeitet. Schauen wir auch da nochmal rein. Aber der Abstand wieder etwas vergrößert. Oh, Dark Knight mit dem kleinen Fahrfehler. Auch Eifelwitz kurz davor etwas auf der Wiese gewesen. Die Position 7, 8, 9 und 10 sind hier. Weiterhin sehr, sehr spannend. Hier wird sich nichts geschenkt. Jetzt die Attacke. Tekachu da mit dem leichten Fehler. Dark Knight. Da gab es jetzt einen ordentlichen Hit
von Pikachu in die Seite vom Dark Knight. Da geht Dark Knight vorbei und Pikachu trifft ihn da hinten links. Dark Knight fliegt da ab. Unschöne Situation. Vorne Mailman immer noch 2,6 Sekunden vor Picaro, dahinter 3 Sekunden bis auf Gil Grissom. Ötti jetzt allerdings unter Druck hier vom Neon Skorpion. Neon Skorpion jetzt dran am Ötti. Ötti musste da ein bisschen korrigieren. Das heißt, Neon Skorpion kann wahrscheinlich bald den Angriff setzen. Ötti unter Druck. Nach dem Sieg hier auf Suzuka jetzt die Attacke von Neon Skorpion, setzt sich daneben Ötti mit der Innenbahn. Das sollte für Ötti erstmal reichen. Ötti bleibt auf der 4, aber Neon Skorpion setzt sich direkt wieder daneben. Beide wieder Tür an Tür. Neon Skorpion mit einem guten Kurvenausgang. Jetzt geht's wieder rechts rum. Neon Skorpion ist vorbei. Neon Skorpion auf die 4, Ötti zurück auf die 5. Starkes Manöver von Neon Skorpion. Hat sich da gut positioniert, abgewartet und dann den Angriff gesetzt. Eifelblitz auf der 6. Position, Biker 7, One Day auf der 8, Dark Knight 9, Bullet auf der 10, Pikachu auf der 11 und Tobias auf der 12. Vorne Picaro. Zurückgefallen auf die 5. Position. Da muss es einen kleinen Ausritt gegeben haben für den Picaro. Hat da 3 Plätze verloren. Somit Gil Grissom auf der 2. Neon Skorpion direkt dahinter. Versucht jetzt den Angriff zu starten. Arbeitet sich da ran. Sieht das goldglänzende Fahrzeug vor sich. Und ist jetzt dran. Jetzt natürlich. Gil Grissom macht da die Innenbahn zu, lässt Neon Skorpion da keine Möglichkeit, da direkt reinzustechen vor der Haarnadelkurve. Aber Neon Skorpion versucht da jetzt vielleicht wieder in der 2. Haarnadel da die Attacke zu wagen. Das reicht nicht, Gil Grissom macht dazu. Aber Neon Skorpion ist abwartend unterwegs, erhöht einfach nur den Druck, versucht dann da den Fehler von Gil Grissom zu provozieren. Aber der macht das gut, Gil Grissom, oh, leichter Rutscher, jetzt die Möglichkeit, kann sich Neon Skorpion daneben setzen. Na, Gil Grissom bleibt erstmal noch vorne, Kampf um die 2. Position. Neon Skorpion jetzt auf der Innenbahn durch, leichte Berührung da. Aber Neon Skorpion ist vorbei auf Platz 2. Gil Grissom zurückgefallen auf die 3. Position. Mailman bleibt noch draußen. Gil Grissom geht in die Box. Neon Skorpion bleibt draußen. Ötti auch draußen geblieben. Picaro draußen geblieben. Dahinter ist erstmal viel Platz auf Eifelblitz, die auf der 6. Position unterwegs ist. Aber auch da geht's in die Box. So, Gil Grissom kommt auf der 5. Position aus der Box. Pikachu. Ja, das wird nicht funktionieren. An der Box vorbeigefahren. Zurücksetzen, um dann in die Box zu gehen. Das wird nichts. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien. Na, da siehst du, das wird nichts. Das ist eins der Dinge, die Gran Turismo kann. Wenn man an der Box vorbeigefahren ist, ist man vorbeigefahren. Somit geht der Rest des Feldes hier weiter auf die Reise. Eifelblitz auf der 6, One Day dahinter auf der 7. Bekommt jetzt aber auch langsam Besuch von Dark Knight. Der arbeitet sich daran an den Franzosen. Aber noch nicht in direkter Schlagdistanz. Vorne Mailman, da geht's jetzt in die Box. Sehr, sehr schwierige Boxeneinfahrt, das hat aber funktioniert.
Neon Skorpion auf der 2, da geht's jetzt ab in die Boxengasse. Ötti in die Box, Picaro in die Box. Gil Grissom war schon in der Box. Vorne Melman sehr, sehr schnell wieder rausgekommen. Bleibt natürlich auf der 1, Neon Skorpion auf der 2 und Ötti auf der 3. Gil Grissom versucht jetzt da vorbeizugehen, geht vorbei. Ist wieder vorbei an Picaro, der jetzt wieder auf der 5. Position unterwegs ist. Alphabet 6. One Day auf der 7. Position. Dark Knight 8. Biker auf der 9. Bullet auf der 10. Und Tobias auf der 11. Das Feld zieht sich auseinander. Vielleicht kann Dark Knight jetzt noch den 7. Platz von One Day übernehmen. Fährt sich da, bleibt da zumindest dran. Die Lücke wird nicht bedeutend kleiner, aber vielleicht findet er ja noch die Möglichkeit, da vorbeizugehen. Bewegt sich immer innerhalb von einer Sekunde der Abstand. Windschattenfenster ist auf jeden Fall gegeben. Aber auch hier der Abstand relativ gleichbleibend. Keine direkten Zweikämpfe mehr hier im Feld. Alle konstant unterwegs. Oh, da habe ich gesehen. Bullet. Oh, auch direkt dahinter Tobias, der sich da wegdreht. Aber wir schauen mal auf den Dreher von Bullet. Ohne Fremdeinwirkung hier am Ausgang der 2. Haarnadel. Bisschen zu weit rausgekommen. Und schon weggedreht. Sehr ärgerlich. Picaro jetzt mittlerweile die schnellste Rennrunde. Kann er da die Lücke auf Gil Grissom noch zufahren? Knapp 2 Sekunden da der Abstand, aber Picaro ist schnell. Aber auch Gil Grissom flott unterwegs hier, lässt Picaro mit einem ordentlichen Abstand hinter sich, 1,7 Sekunden. Keine direkte Konkurrenz. Dark Knight, da ist er vorbei am One Day. Also Dark Knight jetzt vorgefahren auf die 7. Position. Wahrscheinlich ein kleiner Fahrfehler von One Day. Dark Knight hat da den Druck einfach aufrechterhalten. One Day somit in einen kleinen Fehler gezwungen und sich Position 7 geholt. Und die Lücke zwischen Picaro und Gil Grissom wird kleiner. Wir gehen in Richtung der letzten Runde. Melman wird da definitiv noch eine fahren. Wahrscheinlich Gil Grissom und Picaro auch noch. Das heißt, 2 Runden noch hier im Finale zugehen. Oh, Dark Knight ist da wieder zurückgefallen. Kriegen wir das noch rein? Ah, schon zu spät gewesen. Das konnte man nicht mehr ins Bild nehmen. Aber die Reifen bauen jetzt natürlich auch so langsam ab. Davor One Day und Biker auch mit einem kleinen Täterität. Schauen wir da mal, was da passiert ist. Oh, beide zu weit rausgekommen in der Kurve. Natürlich super für Dark Knight, der ist jetzt wieder auf der 7. Position unterwegs. Hat den Fehler der beiden Fahrer vor sich direkt gesehen und genutzt. Ist jetzt auf der 7. Position, darf jetzt mit dem Reifenverschleiß nicht mehr überpacen.
So, Mamen, da geht noch eine Runde. Oh, nochmal die schnellste Rundenzeit mit 1,358. So, Neon Skorpion, auch da geht noch eine Runde. Ötti auf der 3, wenig im Bild gewesen, unaufgeregt unterwegs gewesen, da geht noch eine Runde. Picaro, ist auf der 4, hat sich Gil Grissom dann noch schnappen können. Gil Grissom auf der 5, im Ziel. Eifelblitz fährt jetzt die 6. Position nach Hause, ist ja von hinten gestartet. Eifelblitz auf der 6. Dark Knight auf der 7, freut sich da. Biker auf der 8. One Day hat da noch einiges jetzt an Zeit verloren. Kommt jetzt durch die letzte Kurve einmal noch der Knick auf Start und Ziel. One Day auf Position 9. Dann haben wir Tobias. 10. Platz hier für den Tobias im GTR. Auf 10. Bullet, da gibt's noch eine lange Kurve und den Knick. Auf Start und Ziel. Position 11 für Bullet. Und Melman hier mit 10 Sekunden Vorsprung. Melman auf der 1. Solides Rennen von Pole Position auf Platz 1. Neon Skorpion sich gut nach vorne gearbeitet. 2. Platz. Solide Leistung. Ötti bekommt da nochmal Besuch von Picaro. Das ist eng, aber Ötti bleibt auf 3. Picaro auf der 4. Position. So. Das war das Finale des heutigen Abends. Knapp über 2 Stunden Stream mit Gruppe 3 Fahrzeugen. Herzlichen Glückwunsch an den Mailman. Starke Leistung wieder von allen Fahrern. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute. Sehr, sehr spannende Rennen, hohe Qualität an Fahrern. Was für ein Montagabend. Trotz des ersten Arbeitstags in der Woche, alle hochkonzentriert unterwegs gewesen. Keine Zwischenfälle, wo ich eingreifen musste, so. Hätte ich das gerne jedes Mal. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Live Race Lobby bei Rob RX44.